Ja, ich möchte jetzt hier wieder die Virtualbox starten und dir dann Tipps geben, wie man die Virtualbox besonders günstig einstellen sollte für den Umgang mit Ubuntu. Ich habe hier Ubuntu bei mir schon installiert, klicke jetzt hier auf Ändern, ich möchte auf manche Dinge hinweisen, die ganz wichtig sind. Hier könnte man im Prinzip alles gleich belassen, sollte hier natürlich Ubuntu eingestellt sein. Beim System könnte man hier etwas an der Einstellung drehen, dass man hier dann, wenn man einen großen einen Rechner hat mit mehr Arbeitsspeicher, könnte man hier dann den Arbeitsspeicher der virtuellen Maschine etwas vergrößern. Könnte hier auf 1024 zum Beispiel gehen. Wenn du jetzt umziehst, nämlich die VirtualBox mitnimmst auf einem Rechner, der weniger speichert, müsste man das dann wieder verringern. Ich stelle jetzt mal hier 1024 vielleicht ein. Das könnte man so belassen. Wesentlich ist jetzt hier wiederum bei der Anzeige, dass man wirklich 3D-Beschleunigung aktiviert hat. Das ist ganz wesentlich, damit man Ubuntu in der neuesten Version mit allen Features auch verwenden kann. Ich vergrößere hier vielleicht jetzt den Grafikspeicher 32. Ja. Könnte hier dann die Anzahl der Monitore dann verändern. Ich habe hier zwei. So einen. Massenspeicher kann ich auch gleich belassen, sollte hier dann doch so eingestellt sein. Und hier bei Audio ganz wesentlich, wenn der Sound in Ubuntu nicht funktionieren sollte, muss man hier schauen, was hier passt. Bei mir funktioniert die Einstellung Intel HD Audio. Das könnte auf deinem Computer eine andere Möglichkeit sein. Dann haben wir hier noch den gemeinsamen Ort und hier sollte wirklich die Einstellung dann noch übereinstimmen mit dem, was man hier dann hat. Das ist hier der Austauschordner. Also wenn du umgezogen bist zum Beispiel und den Austauschordner nicht wiederfinden, wenn er sich nicht installieren lässt, dann kann man hier nochmal den Pfad richtig einstellen. Ich klicke jetzt hier auf OK und schaue, ob das funktioniert hat bei mir. Und klicke jetzt auf Starten. Hier wird die virtuelle Maschine ausgewählt. Klicke auf Starten. Und runter startet hoffentlich. Man sieht hier unten, wie die Festplatte arbeitet, meine virtuelle Maschine. Hier das CD-Laufwerk wird kaum verwendet. Keine USB-Geräte momentan bei mir angeschlossen und eine Netzwerkverbindung zum Internet zum Beispiel funktioniert. Und hier wird unten dann angezeigt der Austauschordner. So, Ubuntu gestartet. Man kann hier bei dem Fenster das Ganze vergrößern. Da habe ich hier eine maximale Ansicht. Und hier oben habe ich hier noch einmal oberhalb meines Ubuntu-Fensters. Hier in diesem Fenster für die virtuelle Maschine kann ich hier noch manche Dinge machen. Hier Vollbildmodus zum Beispiel einschalten. Obwohl ich hier gut aufpassen würde, gerade wenn man mehrere Monitore parallel verwendet. Hier könnte man auch mal auf das Update von der VirtualBox zugreifen. Das heißt, der Bereich hier herinnen ist, da beginnt Ubuntu im Prinzip, bis dann herunter in diesen Bereichen hier rechts unten wieder Angaben zur VirtualBox.